Hallihallo, liebe Schülerinnen, liebe Schüler. Wir, die beiden von der Sportshow, wir möchten mit euch heute einfach mal ein Video machen, um zu erklären, was kannst du während des Corona-Lockdowns eigentlich zu Hause machen? Weil momentan fallen den meisten Leuten einfach die Decken auf den Kopf. Wir dürfen keinen Sport machen. Sport in der Schule verboten, Sport im Verein verboten. Sport verboten? Nein, Sport ist nicht verboten. Sport ist erlaubt und Sport ist auch wichtig. Und wo kann man das machen? Zu Hause. Deshalb haben wir, ich bin der Herr Schradi. Ich bin der Herr Steini. Genau, und wir zusammen sind die Sportlehrer. Und wir haben uns dafür entschieden, anstatt Homeschooling, Homesporting durchzuführen. Was ist das überhaupt? Was ist Homesporting? Ja, Homesporting, ist der Schradi draufgekommen. Finde ich ein super Begriff. Das packt eigentlich alles, was gerade in der Corona-Situation wichtig ist, zusammen. Ganz einfach, wir können keinen Sport mehr in der Halle machen, im Verein, draußen wird es auch schwierig, sondern ihr müsst wahrscheinlich den Sport ganz alleine betreiben oder eventuell, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit einem Freund. Und wo betreibt ihr dann den Sport? In deinem Fitnessstudio. Aber wo ist dein Fitnessstudio? Ist das nicht geschlossen? Nein, dein Zuhause wird zu deinem Fitnessstudio, weil jeder von uns hat die Möglichkeit, Sport zu treiben, wenn auch nicht so professionell, wie du es vielleicht gewohnt bist, wenn du Sport im Verein machst. Wir beide selber haben auch Sport getrieben. Natürlich kann man das nicht 1:1 vergleichen, aber Homesporting soll nicht bedeuten, wir ergänzen oder wir ersetzen jetzt irgendeine Sportart, sondern wir machen etwas ganz, ganz Neues und wir haben die Möglichkeit, in unserem privaten Fitnessstudio, nämlich bei dir zu Hause, Sport zu treiben. Und da werden wir in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten extrem viele Videos zu hochladen. Und dann schaust du einfach mal, was dir gefällt. Du musst nicht alles machen, aber wir werden zu einigen Dingen richtig viele Ideen haben. Warum sind wir jetzt dafür geeignet, der Steini und ich? Also, einmal kurz zu mir. Ich bin der Schradi und ich habe Sport studiert an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Diplom-Sportwissenschaftler, selber komme ich aus der Leichtathletik, habe da in meiner Jugend auch die ein oder anderen Erfolge gehabt, habe Tennis gespielt, habe Fußball gespielt, habe Handball gespielt und natürlich alles andere, nicht umsonst auch einen Basketball in der Hand. Das probiert man immer mal wieder aus. Und ich glaube, du wirst auch noch einiges in deinem Leben ausprobieren. Steini, zu dir. Ja, dann darf der Steini auch mal sagen, ich habe auch, wie Schradi, an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert, bin auch Sportwissenschaftler und komme aus dem Bereich Kunsttouren. Ich habe 15 Jahre Kunsttouren betrieben und fahre noch professionell Ski aktuell. Und ich denke, beide, Schradi und der Steini, wir können von unseren Erfahrungen einiges an euch rübergeben, was ihr zu Hause machen könnt. Sei es mit einem kleinen Badmintonschläger, mit einem Ball, mit vielleicht ein paar kleinen Bällen. Ihr werdet euch wundern, was es alles so für Möglichkeiten gibt, die ihr auch zu Hause nutzen könnt. Weil ich glaube, eure Eltern haben nicht immer die richtige Idee zu Hause, was ihr machen könnt, welche Möglichkeiten gibt es, auch vielleicht ohne mal die Nachbarn zu belästigen. Exakt. Oder was auch so. Genau, Homeschooling ist natürlich entspannt. Wir sitzen am PC oder am Tablet und arbeiten da ganz ruhig. Beim Homesporting wird es wahrscheinlich etwas lauter. Dann haben wir manchmal Nachbarn über uns, das ist nicht ganz so schlimm, aber die Nachbarn unter uns, die werden vielleicht ein bisschen sauer sein. Damit das nicht passiert, geben wir euch auch Tipps und Tricks, wie das funktionieren kann, ohne dass man den anderen auf die Nerven geht, weil wir möchten ja eigentlich Sport machen. Natürlich wirst du nicht alle Möglichkeiten zu Hause haben, aber auch dazu kommen wir dann, weil es ist nicht immer notwendig, einen Basketball oder einen Badmintonschläger oder ein Hütchen oder was auch immer zu haben, aber irgendwas in der Art haben wir mit Sicherheit. Sei es am Ende, dass wir uns aus einem Blatt Papier einen Ball zusammen knüdeln. Glaubt mir, die Übung, die wir euch zeigen werden, die kann jeder zu Hause machen. Und das Material, das hast du auch. Und das kannst du einfach benutzen. Und ich glaube, da sind wir schon relativ weit und werden mit euch eine super Zeit haben und auch endlich wieder Sport machen können. Und das im Homesporting-Modus. Genau. Es gibt viele Sachen aus dem Sportunterricht, den wir tagtäglich in der Schule mitnehmen. Was ihr unter dem Hashtag Homesporting alles machen könnt. Ja, wie gesagt, Schradi hat schon einige Sachen angesprochen. Ihr werdet euch wundern, was wir in der nächsten Zeit mit euch gemeinsam an Sport zu Hause im Homesporting-Bereich alles machen können. Bist du bereit? Wenn du Fragen hast, schreib einfach was unter unser Video, kommentier das. Lass die Eltern ruhig auch mitschauen, die dürfen ruhig auch mitkommentieren. Auf Fragen gehen wir nämlich in der Regel immer ein.
Und wir möchten gerne natürlich, dass jeder von euch auch am meisten mitnimmt. Ja, jetzt ist das Licht aus, das heißt für uns, wir gehen nach Haus. Genau. Aber das nächste Video folgt sogleich. Bist du bereit? Absolut. Ich würde sagen, ja. Bis bald, Leute. Ciao.